herzliches Willkommen zurück zur nächsten Folge. Hier! Mit mir, dem lieben Horsti. Liebe Leute, es geht weiter mit Monster Hunter Worlds hier. Ja, ohne Facecam dieses Spiel vorerst einmal. Hier! Bis ich genau weiß, wo die ganzen Sachen sind, die nicht wichtig sind, die man sieht, wo meine Fresse drauf kann. Ja, wir folgen hier dieser Dame, dieser Wildexpertin. Und gehen Richtung Forschungskommission. Cool, hier in der neuen Welt, im uralten Tierreich quasi. So. Durch diese Ranken können wir uns einen Weg bahnen. Ja, natürlich, machen wir. Wir bahnen uns einen Weg durch diese Ranken. Ja, dann machen wir das. Komm doch. Ja, ich weiß doch, dass man gehen muss durch den Ranken. Begib dich zum HQ der Forschungskommission. Oh, was ist da oben? Oh mein Gott. Die schauen nicht glücklich aus. Oh, Leute. Was ist das, meine Damen und Herren? Erster Kampf, erster Bossgegner. Provoziere keinen Kampf, wenn du keine Waffe hast. Wir müssen uns verstecken. Komm, hier lang. Ja, ich komm doch schon. Halte nach Gebüschen Ausschau, in denen du dich verstecken kannst. Richte dich in dem Gebüsch nicht auf, um verborgen zu bleiben. Ja, mache ich eh nicht. Keine Bewegung. Gut, ich bewege mich nicht. Versteck dich, bis es wieder sicher ist. Na gut. Ja, ich verstecke mich ja schon. Okay. Die Luft ist rein. Okay. Brechen wir auf, solange wir können. Ja, machen wir das. Ja, wir haben noch keine Waffe oder irgendwas, deshalb. Hm. Ah, ich muss weitergehen. Ja. Okay, was war das jetzt? Naja, egal. So, schauen wir mal, was uns da erwartet. Ja, also. Nichts kann uns aufhalten. Nö. Schauen wir, was uns da erwartet in der Forschungskommission. Ich habe keine Ahnung, speichern, wie man speichert. Wir sind ganz nah dran. Ja, cool, die Steuerung ist schon mal cool. Looten können wir im Moment noch gar nichts. Warte, hier ist etwas. Ich sehe jetzt was gar nichts. Was ist das für eine Spur? Welche Spur? Was? Alte Fußspuren. Da drüben geht's weiter. Schauen wir uns das mal an. Okay. Ich weiß nicht, wie sie heißt. F. Fußspuren. Okay. Aha. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Schau irgendwie aus wie eine Frau. Kümmer dich nicht um mich. Hey. Hier entlang, schnell. Ja, ich komm doch schon. Los geht's. Bewegung. Anführer des Feldteams. Ich laufe schnell jetzt. Ich komm doch schon, ich komm auch nicht hinterher, ihr seid so schnell. Ja, das ist doch. Ich werde so. Bewegung! Weil ich so fett bin durch die Rüstung. Das ist nicht gut. Worauf wartest du denn? Komm her! Oh. Komm schon! Schau aus wie die Conchita-Wurst. Super. Hey. Alles in Ordnung? Auf geht's. Ja, gut. Da haben wir die Forschungskommission. Oder? Ja.
Nach ihrer langen und gefährlichen Seereise kämpften sich der Jäger und die Wildexperten durch den dichten Wald bis zum Hauptquartier der Forschungskommission Astera. Ah! Da sind wir jetzt. Bei der Astera. So heißt das Schiff von der Forschungskommission. Na, ich bin schon gespannt, was uns da erwartet. Ich habe so Bock auf das Spiel, Leute. Monster Hunter World. Wann ist denn das erschienen? Ich glaube, kann das sein? 2017? Ich müsste nochmal nachschauen, Leute. Wow. Beeindruckend, nicht? Seht euch nur dieses Tor an. Als ob die Natur wollte, dass wir Astera genau hier errichten. Astera? Gefällt mir. Der Rest der Fünften ist schon da. Ihr seid als Letzte eingetroffen. Okay, setz ihn hier ab. Mach ganz langsam. Wir müssen deine Schulter verbinden. Halte kurz. Hey, ihr habt es geschafft. Ich bin gleich zurück. Ihr seid am Leben. War hart, was? Als wir euch zwei nicht finden konnten, haben wir Angst bekommen. Habt uns Sorgen gemacht. Wir wollten schon nach euch suchen gehen. Aber Ende gut, alles gut. Hey, könnt ihr uns helfen? Entschuldige. Wir sehen uns später. Das hier ist unser Handelshof. Ein treffender Name, wenn ich das sagen darf. Seht nur all die Leute. Und das Zeug. Unglaublich, oder? Ja, wir haben alles vor Ort. Wir haben Jäger, die erkunden, Gelehrte, die forschen, Techniker, die alles am Laufen halten. Das hier ist das schlagende Herz der Kommission. Wartet mal kurz. Kommandant, ich habe Sie gefunden. Kommandant, ahoi! Kapitän! Willkommen in Astera. Der redet nicht immer, das ist ja das. Ah ja, willkommen in Astera. Schön, dass ihr da seid. Irgendwie wusste ich, dass ihr es schaffen würdet. Und ja, das ist ja auch wieder so ein Spiel, wo es nicht die ganze Zeit alleine reden. Wenn man so lange das Kommando hatte wie ich, weiß man, wer etwas kann und wer nicht. Ich werde euch natürlich gerne alles erklären. Allerdings will hier wirklich jeder was von mir. Um die wichtigen Dinge kümmern wir uns in der Ratssitzung, die ich abhalte, wenn sich alles beruhigt hat. Ich erwarte natürlich, dass ihr zwei auch da seid. Euer Ruf eilt euch voraus. Die Gilde hat euch beide in den höchsten Tönen gelobt. Kaum vorstellbar, was ihr wohl als Team leisten könnt. Ach ja, dein pelziger Freund hat nach dir gesucht. Hey! Mein Palako, Palakito, keine Ahnung wie er heißt. Mein Hermann, das arme Ding wurde vor kurzem hier angespült. Okay, also schau dich an in Astera um. Ein Horn gibt Bescheid, wenn es Zeit für die Ratssitzung ist. Nun geht schon. Okay, cool. Okay, ich werde euch alles zeigen. Suchen wir erstmal deinen Palico. Palico, mein Hermann, suchen wir Hermann. Das ist unser Versorgungslager. Hier gibt es das Nötigste. Schau später vorbei, um dir das Sortiment anzusehen. Also ich schaue mal, was es hier so gibt. Also mit denen können wir nicht reden. Als nächstes gehen wir zur Schmiede. Die ist hier entlang. Schmiede? Ja, ich komme ja gleich. Wo sind die jetzt? Hier drüben. Wo? Wo seid ihr? Ah, da. Da vorne. Ich gehe mal zu ihm. Er zeigt mir erst einmal alles. Folge dem Anführer des Feldteams. Ja, ich komme doch schon. Meinen Hermann. Meinen Palico. Ja, ich hoffe auch, dass wir meinen... Du gehörst zur fünften Flotte der Kommission, nicht wahr? Ja, fünfte Flotte. Der alte Mann, der das Sagen hat, mein Großvater, war bei der ersten. Aber das war vor langer Zeit. Ich gehöre zu keiner Flotte. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich war noch nie in der alten Welt.
Das ist jetzt die neue Welt. Okay. Ja, willkommen in der neuen Welt. Folge 1, ne? Das ist unsere Schmiede. Hier kannst du Waffen und Ausrüstung herstellen. Du wirst oft hier sein. Ja. Wow, schau dir das an. Möchtest du dich umsehen? Ich möchte mich gerne umsehen. Natürlich möchte ich mich umsehen. Das ist eine doofe Frage. Ah, hier drin ist es schön warm. Cool, Leute. Folge dem Anführer des Feldteams. Der ist da. Aber ich schaue mich mal hier drin um. Was wir alles machen können hier. Als nächstes gehen wir zur Kantine. Kantine, schauen wir sie uns Essen, an. Futter. Ja, ich komme gleich. Ich schaue mich da nur ein bisschen um. Technikchef. Das ist die Schmiede, Leute. Ist das cool? Ja, wir schauen uns um. Wir können noch immer nichts looten. Ich meine, noch immer nichts looten. Ich habe schon ein paar Sachen gelootet. Ausrüstungsladen. Ja, wir können nichts machen, Leute. Wir können weder mit dem reden, noch mit dem reden. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, Was ist mit dir? Ah, sie schaut sich da mal um. Ich muss weitergehen. Genau. Gehen wir zur Kantine. Ist okay? Die Kantine? Ich bin dabei. Natürlich, futtern. Mein Hobby, Leute. Wir haben deine Palico immer noch nicht gefunden. Hey, das ist hier. Nicht mein Palico. Mein Palico hat ein rotes Shirt an. Hier drüben. Ja, mein Palico, der Hermann, Leute. Cool. Das hier ist unsere Kantine. Hey, da drüben. Hey, mein Palico. Das ist aber nicht mein Palico. Du. Ist das mein Palico? Das ist ihr Palico. Weil meine hat ein rotes Shirt an. Oh, süß. Ich wusste, du schaffst das. Lieb, ist das mein Hermann? Der schaut ja genauso. Ah, Ratssitzung. Gut, sie berufen den Rat ein. Kommt. Ja. Ja. Ratssitzung, gut. Das war das Horn für da die Ratssitzung. Wenn ihr hier seid, lasst uns mit der Ratssitzung beginnen. Okay. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte. Nachdem sie einen Drachenältesten verfolgt hat, der das Meer überquerte. Achso, das habe ich jetzt nicht verstanden, Leute. Hat die fünfte Flotte endlich Astera erreicht. Heißt sie herzlich willkommen. Hi, wir sind die fünfte Flotte. Diese feine Truppe wird dabei helfen, endlich die langen Mühen der Forschungskommission zu belohnen. Möchtet ihr ein paar Worte sagen? Ja, danke schön, danke. Danke, Sir. Wir sind bereit, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. Klar. Das hier ist das Kernteam der Kommission. Ihr solltet euch miteinander bekannt machen. Okay. Ich freue mich darauf. Kyperin. Kommen wir zur Sache. Also ich finde es cool, dass man das selber weiterdrücken kann, Leute. Während wir reden. Das finde ich cool. Das neueste Monster der ältesten Wanderung ist der Sora Magdaros. Ein riesiges Monster mit einem Vulkan auf dem Rücken. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Das war die erste Folge, wo wir drauf gelandet sind. Die Forschungskommission wurde beauftragt, herauszufinden, warum die Drachenältesten in die neue Welt ziehen. Die Drachenältesten leben seit dem Anbeginn der Zeit in unserer Nähe. Okay. Sie verändern das Ökosystem, formen das Land neu und erzeugen eine Katastrophe nach der anderen. Ja, das habe ich schon gesehen. Etwa alle 10 Jahre strömen sie auf diesen Kontinent. Doch aus welchem Grund? Keine Ahnung, das müssen wir rausfinden, ne? Mit Hilfe der fünften werden wir die fehlende Verbindung finden. Hört, hört. Jetzt wird's interessant. Was ist denn das für einer? Technikchef. Ah, der ist so schön, der ist so lieb. Jäger, ich möchte, dass ihr euch vorerst um unser Jagras-Problem und den Schutz des Hauptquartiers kümmert. Herr Jäger, jawohl! Untersucht deshalb zuerst das Gebiet der Jagras. Findet heraus, wie sie ticken. Danach sehen wir weiter. Okay. Sind schon dabei, Sir. Jawohl. Alle anderen wissen, was sie zu tun haben. Sorgt dafür, dass diese Jäger alles Notwendige bekommen. Ja. Endlich mal ein Wort! Ja!
Meister der zweiten Flotte. Hey, cool. Das ist auch schon ein ganz, ganz, ganz alter... weil wenn wir die fünfte Flotte sind, ist ja quasi die zweite Flotte... gibt es schon viel, viel länger, ne? An die fünfte. Macht euch mit unserer Arbeitsweise vertraut. Hier sind gute Lehrer. Fragt einfach nach. Ja. Ihr habt ihn gehört. Haltet euch an mich, dann gibt es keine Probleme. Okay. Ich weiß, ihr werdet die Erwartungen erfüllen. Ihr seid der frische Wind, auf den wir gewartet haben. Mhm. Aber, ja. Okay, wegtreten. Jawohl! Mhm. Achso, jetzt muss ich hier wieder reden. Du bist doch keinen Tag, ganzen Tag hier und hast schon deinen ersten Auftrag. Du bist wirklich bereit, dir die Hände schmutzig zu machen. Natürlich. Nehmen wir dieses Jagra-Problem mal genauer unter die Lupe. Aber dafür brauchst du zuerst eine Waffe. Natürlich brauche ich eine Waffe. Leute. Hier drüben. In deinem Raum gibt es eine Truhe voller Ausrüstung. Komm, ich zeig dir den Weg. Na, bitte, dann komm. Ich brauche Ausrüstung. Hallo Tobias, was ist denn? Okay, mein Sohn gerade reingeschaut. Wo? Geh in deinen Raum, damit du dir eine Waffe nehmen kannst. Ja, wo bist du, Vogel? Ah, da. Ja, ich gehe doch schon rein. Dein Raum. Betreten. Leute. Jagdtipps. Na, das war jetzt zu schnell, dass ich das konnte ich nicht lesen. Das ist doch mein Palico. Das ist mein Hermann. Oder? Aber meiner hat eine rote Weste an. Rüste eine Waffe aus der Objekttruhe aus. Ja, cool. Bereite dich in Astera vor. Naja, werde ich auf jeden Fall machen. So, Hermann, das ist mein Hermann. Ich habe Grundausrüstung in diese Ausrüstungstruhe gepackt. Wähle eine Waffe aus, die dir gefällt. Ja, passt. Das ist mein Hermann. Aber das ist ja komisch, ich habe ihm eine rote Weste gegeben. Die hat er jetzt gar nicht an. Was soll denn das? Hi, Anführer des Feldteams. Hermann. Palico verwalten. Hey, was hat der? Hi, Palico. Hallo, Hermann. Miauchen, Miauster. Wusstest du, dass du in der Schmiede Ausrüstung für mich herstellen kannst? Ja. Nö, habe ich nicht gewusst. Palico-Status. Lege fest, ob dich dein Palico auf einer Quest begleiten oder zu Hause bleiben soll. Palico-Ausrüstung ändern. Ändere die Ausrüstung von deinem Palico. Ich finde ihn cool. Palico-Ausrüstung verkaufen. Verkaufe in deiner Ausrüstungstruhe gelagerte Palico-Ausrüstung. Raus hier. Nö. Palico verwalte ich jetzt nochmal nicht, weil ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll, weil wir haben im Moment noch keine Aufträge. Das ist der Hermann. Mein Hermann. So, wo ist die Truhe? Da ist meine Truhe. Objekttruhe. Ausrüstung ändern. Hey, cool. Tutorial. Die verschiedenen Waffen spielen sich sehr unterschiedlich. Mhm. Großschwerter richten viel Schaden an, während du mit Schwert und Schild sehr schnell zuschlagen kannst. Das schwere Bogengewehr ist zwar unhandlich, seine Schüsse sind aber sehr mächtig. Entscheide dich für eine der Waffen und zieh mit ihr ins Feld. Du kannst auch den Trainingsbereich besuchen, nachdem du eine Waffe ausgerüstet hast, indem du mit dem Haushälter in deinem Raum sprichst. Dort kannst du beliebig lange mit deiner gewählten Waffe üben. Rüstungssets bestehen aus 5 Teilen. Jedes Teil bietet einen gewissen Schutz sowie Ausrüstungsfertigkeiten, die dir die Jagd erleichtern. Du kannst die verschiedenen Rüstungsteile beliebig kombinieren, um die perfekte Mischung für deinen Spielstil zu finden. Mit ZC kannst du dir die Fertigkeiten und Werte deiner Ausrüstung ansehen. Du kannst außerdem Ausrüstungssets speichern und schnell zwischen deinen Lieblingskombinationen wechseln. Aha. Weiter. Möchtest du das Tutorial verlassen? Ja, natürlich. So, Wächterhelm. Da habe ich ja schon ausgerüstet, Leute. Vergleichen fähig. Puh, das ist ja alles mühsam. Ich habe die ganzen Wächteruniformen. Wähle ein Ausrüstungsteil. Lederhose, Lederhose. Gegen Feuer 2. Gegen Wasser. Gegen Feuer 2.
Was haben wir da? Wächter Hüftring. Gegen Feuer 2, gegen Eis 2, gegen Drachen 3. Verteidigung 50. Ja, ich muss mir den anziehen, Leute. Ich zieh das wieder aus. Ich hab doch eh meine Ausrüstung schon. Rang. Ich hab schon alles ausgerüstet. Ausgerüstet. Möchtest du das überhaupt exportieren? Nein. Rang? Möchtest du das überhaupt exportieren? Nö. Seltenheit? Nach Kriterium sortieren. Ich habe schon alles an, Leute. Also ich habe schon alles an. Wahrscheinlich... Ja, Gesundheitsboost. 3. Erholung hoch. Marathonläufer 3. Stufe 3. Göttlicher Segen Stufe 3. Ich muss mir das alles erst anschauen, Leute. Fähigkeiten. Wächter Hüftring. Gesundheitsboost Stufe 2. Göttlicher Segen Stufe 1. Keine Dekoration. Status. Angriff 112, Schärfe. Ich brauche ein Schwert, Leute. Ich würde mal sagen... Wir werden uns eine Waffe nehmen. Eisenlanze. Eisenkatana. Ich werde... Was habe ich hier? Jägermesser. Interessiert mich ja nicht. Achso, das Ausrüstung ändern. Okay, was haben wir da bei 3? Gar nichts. So, ich muss mir auf jeden Fall... Eisengewehrlanze. Oh. Angriff 264, 112 Angriff nur. Eisenkatana habe ich jetzt ausgerüstet, Leute, dann würde ich mal sagen, ne? Die haben wir 264, 400. Boah, Eisenhammer. Das ist eine Zweihandwaffe, oder? 416 Angriff. Protokommissionsaxt. Protokommissionsaxt 1. Also ich muss ehrlich sagen, das ist am besten. Dieser Eisenhammer. Ich finde den Eisenhammer am besten. Ah, nö, 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 nö. Eisenhammer. Da haben wir den Eisenhammer. Nö, nö. Wie kann ich wieder zurückgehen? Ah, hier. Ah, Leute. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Wenn ich ehrlich bin. Ein Eisenhammer, ne? Zurück. Wähle eine Ausrüstung, daraus eine Ausrüstung. Habe ich schon. Fertig, oder? Also ich habe jetzt... Boah, Leute, schaut doch den Hammer an. Genau. Was ist genau? Es wurde ein neues Tutorial hinzugefügt. Geh zur Kantine, wenn du bereit bist. Ich werde dort mit einer Quest warten. Okay. Im Trainingsbereich kannst du dich mit deinen Waffen vertraut machen. Frag einfach den Haushälter. Ja, den werden wir fragen, aber in der nächsten Folge, liebe Leute, denn diese Folge ist schon wieder fertig, würde ich einmal sagen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute, und wir sehen uns dann in Folge 3 wieder.
Ja, ich würde mal sagen, danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bist bei der dritten Folge, in der dritten Folge wieder dabei. Ich bin euer Horst D aus Österreich und sage, wie immer, Game Over und